Seite. Hier ist das Ausmaß des Chaoses. Unser Kater hat sich hier echt lange dran ausgelassen, auch wenn wir immer versuchen, ihm das abzugewöhnen. Leider brachte das nicht viel. Aber heute ist der Tag der Tage, wo ich dachte, jetzt sieht es doch echt wüst aus. So, wir schneiden erstmal hier die Ecken ab. Das wird jetzt heute repariert hier. Wir schneiden erstmal alle überschüssigen Fädchen ab. So, ja. Unser Hund will mich hier immer beschäftigen. Wenn Mutter schon mal auf dem Boden sitzt, dann kann sie auch mit mir spielen. Hier hinten kommt übrigens der Übeltäter, ne, der sich hier gerade sein Werk betrachtet und denkt, na super, Mutter macht's wieder fertig, da können wir uns ja wieder auslassen. Nee, 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 mein Junge. So. Schön alles sauber abschneiden. Und dann nehmen wir Nadel und Faden, schwarzes Garn. Und fahren noch durch den dicken Stoff. Und hier auch durch den dicken Stoff. Dann fahre ich immer durch die Schlaufe, die sich ja dann bildet, fahre ich zweimal mit der Nadel durch, sodass sich nachher am Ende ein Knoten bildet. Der Vorteil ist, sollte euch der Faden mal reißen, habt ihr schon einen Knoten drin und es ribbelt sich nicht wieder auf. Eure Arbeit war also dann nicht umsonst. So. Und immer schön, ich mache das Ganze jetzt mal schneller, denn ich denke nicht, dass ihr Lust habt, hier da stundenlang zuzusehen. Das war schon ein Unterfangen von ca. 5-6 Minuten hier. Ich habe eine Menge Garn verbraucht. Immer wieder schön da durchfahren. Nicht vergessen, zweimal durch eure Schlaufe zu fahren und immer fester zu ziehen. So holt ihr nämlich die Seiten wieder näher ran. Hier war jetzt leider nicht mehr so viel zu retten. Demzufolge werde ich mir hier noch schwarze Wolle holen. Die habe ich jetzt gerade nicht im Haus. Oder etwas dickeres schwarzes Garn. Ich bin da guter Hoffnung, mit dem Edding möchte ich da nämlich nicht beigehen, weil ich keine Lust habe, dass wir uns dann, wenn wir da sitzen, die Hosen versauen und schwarze Flecken in der Hose haben. Aber so kriegt ihr das eigentlich so einigermaßen wieder hin. Natürlich kriegt man es nicht perfekt hin, man kriegt es auch nicht wieder wie neu hin, aber ich denke schon, dass wenn wir hier schwarze Wolle oder schwarzes Garn dickes nachher nehmen, dass das dann kaum noch zu sehen ist. Ja, leider kann ich euch das hier heute nicht vorführen, weil ich muss es erst kaufen, sobald ich in ein Wollgeschäft oder Garngeschäft komme. Leider haben sie hier im Moment in Angeboten keine Garn oder Wolle in den Supermärkten. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Ja, das war es eigentlich soweit. Also so macht man's. Und ihr werdet nachher noch das Nachherbild und auch ein Vorherbild bekommen. Aber vorher wollte ich euch gerne noch was fragen. Und zwar, ob ihr noch Ideen habt, was man sonst noch darüber machen kann. Und vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen nützlichen Tipp auch für mich. Mir würde es auch helfen, wenn ihr mir mal schreiben würdet, was möchtet ihr sehen. Ich tendiere im Moment zu Vlogs, zum Beispiel so Tagesabläufe, wie ich den Haushalt mache und so weiter. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Kommentiert das doch mal und vergesst dann nicht zu abonnieren, weil ich ja dann auch diese Vlogs nochmal euch dann zeigen werde. So, guck mal. Das sieht doch viel besser aus, als es vorher ausgesehen hat. Warte mal, ich zeige euch gleich nochmal, wie es vorher war. Aber ich finde, das kann sich so erstmal sehen lassen, bis ich dann jetzt schwarze Wolle habe. Da gehe ich dann drüber. Guck. Ja, natürlich. Das sieht ja viel besser aus wie vorher. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr zugesehen habt hier bei Heizis World und eurer Heizerbraut. Und vergesst nicht zu kommentieren, ob es eine gute Idee wäre, mal einen Vlog zu machen. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag. Hier von Mallorca. Bis dann. Tschüss.